Gesundheit ist unser größter Reichtum. Das Reha-Zentrum Oberharz in Clausthal-Zellerfeld im wunderschönen Harz ist spezialisiert auf onkologische und psychosomatische Krankheitsbilder und setzt mit seinen umfangreichen Therapieangeboten alles daran, Ihnen im Rahmen Ihrer Rehabilitation diesen Reichtum zurückzugeben. Im Mittelpunkt steht daher immer der einzelne Patient. Jede individuelle Krankheitsgeschichte erfordert einen individuellen Genesungsplan, den wir mit Ihnen zu Beginn der Reha zusammen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeiten. Mein Name ist Stefanie Dekowski, ich bin Ärztin hier im Haus und vor allem für die Betreuung der onkologischen Patienten zuständig. Mir ist besonders wichtig, dass ich mir hier im Haus viel Zeit für die Patienten, für ihre Probleme und für ihre Sorgen nehmen kann, was dazu führt, dass sich die Patienten wohlfühlen, dass sie zufrieden sind und damit auch im Wesentlichen zum Genesungsprozess beiträgt. Unser Ziel ist es dabei, Ihnen die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere aber die Verbesserung der körperlichen und seelischen Leistungsfähigkeit, die Wiedereingliederung in den Beruf und die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Mein Name ist Marc Sander. Ich bin Chefarzt in der Psychosomatik im Reha-Zentrum Oberharz. Unser Ziel ist es, Sie durch eine individuell zugeschnittene Behandlung bestmöglich in Ihrer Genesung zu unterstützen. Um diese Ziele zu erreichen, verfügen wir über eine umfassende Diagnostik, ein kompetentes Team von unterschiedlichen Fachärzten, Psychologen, Pflegekräften und Therapeuten. Auf höchstem medizinischem Niveau behandeln wir Krebserkrankungen, einschließlich Anschlussheilbehandlungen, psychosomatische Krankheitsbilder sowie chronische Schmerzerkrankungen. Nicht nur als Versicherter der Rentenversicherung, sondern auch der Berufsgenossenschaften, der Krankenkassen oder als Selbstzahler können Sie von unserer Behandlung nachhaltig profitieren. Durch eine Vielzahl von externen Kooperationspartnern wie Medizinische Hochschule Hannover, die Universitäten Hildesheim und Göttingen sowie einer Reihe von benachbarten Kliniken und Fortbildungsinstituten erhalten Sie bei uns eine Reha-Maßnahme nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mein Name ist Christine Almeida, ich bin Chefärztin in der Onkologie. Krebserkrankungen bringen nicht nur Veränderungen im körperlichen Bereich, sondern häufig auch im psychischen oder auch im sozialen Umfeld, sodass für viele sich nach der abgeschlossenen Behandlung die Frage stellt, wie geht es jetzt weiter? Wir versuchen, unsere Patienten auf diesem Weg ein Stück weit zu begleiten und auch zu unterstützen, indem wir beispielsweise die körperlichen Veränderungen reduzieren, aber auch die Ängste nehmen im Rahmen von Psychotherapien. Die Klinik am Schwarzenbacher Teich ist landschaftlich traumhaft gelegen. Inmitten der für den Harz charakteristischen grünen Wälder, Berge und glasklaren Teiche und eingebettet in das Weltkulturerbe der Oberharzer Wasserwirtschaft. In unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Harz können Sie während der Rehabilitation die wunderschöne Natur genießen und sehr gut vom Alltag und Ihren Sorgen abschalten. Mir hat hier sehr gut das Essen gefallen, das war sehr abwechslungsreich und lecker. Die Mitarbeiter hier alle sind sehr freundlich und kompetent und außerdem hat mir der Sport hier sehr gut gefallen. Ich bin seit 5,5 Wochen hier im Reha-Zentrum. Ich fühle mich sehr wohl hier, in den Therapien gut aufgehoben. Die Gruppentherapie ist für mich sehr hilfreich, weil ich da mit den Menschen in intensiven Kontakt treten kann und sehr viel Rückmeldung für mein Leben bekomme und fühle mich hier sehr wohl. Das Reha-Zentrum Oberharz. Rehabilitation in einzigartiger Landschaft auf dem neuesten Stand.